Kapitel 6 – Forsaken. Die Waffenkammer sah genau so aus, wie Clary sich einen Raum vorstellte, der als Waffenkammer bezeichnet wurde. An den Wänden aus poliertem Metall hingen alle erdenklichen Arten von Schwertern, Dolchen, Speeren, Lanzen, Klingenstäben, Bajonetten, Peitschen, Keulen, Sensen und Bögen. Weiche, mit Pfeilen gefüllte Lederköcher baumelten von Haken an der Decke herab und in einer Ecke lagen haufenweise Stiefel, Beinschoner, Armschienen und Panzerhandschuhe. Der ganze Raum roch nach Metall und Leder und Stahlpolitur. Alec und Jace, der inzwischen festes Schuhwerk angezogen hatte, saßen an einem langen Tisch in der Mitte des Saals und beugten die Köpfe über mehrere Gegenstände, die zwischen ihnen lagen. Als die Tür hinter Clarins Schloss fiel, schaute Jace auf. »Wo ist Hodge?« fragte er. »Schreib deinen Brief an die stillen Brüder.« Alec unterdrückte ein Schaudern. »Ah!« Clary ging langsam auf die beiden zu, wobei sie Alecs feindselige Augen deutlich auf sich spürte. »Was macht ihr da?« »Wir legen letzte Hand an diese Waffen.« Jace trat beiseite, damit Clary einen Blick auf den Tisch werfen konnte. Vor ihr lagen drei lange, schlanke, röhrenförmige Stäbe aus matt glänzendem Silber, die aber nicht scharf oder besonders gefährlich wirkten. »Sanvi, Sansavi und Semangelaf. Das sind Seraphklingen, auch Engelsschwerter genannt. Sie sehen gar nicht aus wie Schwerter. Wie habt ihr sie gemacht? Mit Hilfe von Magie?« Alec schaute sie so entsetzt an, als hätte sie ihn aufgefordert, ein Ballettröckchen anzuziehen und eine perfekte Pirouette zu drehen. »Das Merkwürdige an den Irdischen ist, dass sie besessen sind von Magie«, sagte Jace, ohne irgendjemanden direkt anzuschauen. »Und zwar ziemlich besessen für einen Haufen von Leuten, die nicht einmal wissen, was das Wort bedeutet.« »Ich weiß, was das Wort bedeutet«, fauchte Clary. »Nein, tust du nicht. Du denkst es bloß. Die Magie ist eine dunkle, elementare Naturgewalt, nicht nur ein Haufen funkelnder Zauberstäbe, glitzernder Kristallkugeln oder sprechender Goldfische.« »Ich habe nie behauptet, dass sprechende Goldfische...« Jace unterbrach sie mit einer abschätzigen Handbewegung. »Wenn man einen Zitteraal als Gummiente bezeichnet, macht ihn das noch lange nicht zur Gummiente. Und möge Gott den armen Kerl beistehen, der beschließt, so ein Entchen mit in die Wanne zu nehmen.« »Du redest dummes Zeug«, bemerkte Clary. »Das tue ich nicht«, erwiderte Jace würdevoll. »Doch, tust du«, sagte Alec ziemlich unerwartet. »Hör zu, wir betreiben keine Magie, okay?« fügte er hinzu, ohne Clary anzusehen. »Mehr brauchst du nicht zu wissen.« Clary hätte ihn am liebsten angefahren, hielt sich aber zurück. Alec schien sie so schon nicht besonders zu mögen. Es brachte also nichts, ihn zu provozieren und damit seine feindselige Haltung noch zu verstärken. Stattdessen wandte sie sich an Jace. »Hodge sagt, ich könnte nach Hause gehen.« Jace ließ fast die Seraphklinge fallen, die er in der Hand hielt. »Er hat was gesagt?« »Ich könnte nach Hause gehen, um die Sachen meiner Mutter durchzuschauen«, erklärte sie, »falls du mich begleitest.« »Jace«, stieß Alec hervor, doch Jace ignorierte ihn. »Wenn du wirklich beweisen willst, dass meine Mutter oder mein Vater Schattenjäger waren, sollten wir die Sachen meiner Mutter durchsuchen, oder zumindest das, was von ihnen noch übrig ist.« »Ins Kaninchenloch«, Jace grinste schräg. »Gute Idee. Wenn wir uns jetzt gleich auf den Weg machen, haben wir noch 3-4 Stunden Tageslicht.« »Willst du, dass ich mitkomme?« fragte Alec, als Clary und Jace zur Tür gingen. Clary drehte sich kurz um. Alec hatte sich halb von seinem Stuhl erhoben, seine Augen glänzten erwartungsvoll. »Nein«, erwiderte Jace, ohne sich umzusehen. »Ist schon okay. Clary und ich schaffen das alleine.« Der Blick, den Alec Clary zuwarf, brodelte vor Gift. Sie war froh, als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Jace eilte den Korridor entlang. Clary musste beinahe joggen, um mit seinen großen Schritten mitzuhalten. »Hast du deine Hausschlüssel?« fragte er. Clary blickte auf ihre Schuhe. »Ja.« »Gut, wir können zwar mühelos einbrechen, aber die Chance, irgendwelche Wächter auf den Plan zu rufen, ist viel kleiner, wenn wir so ins Haus kommen.« »Wenn du das sagst.« Der Korridor endete in einem schwarzen Foyer mit Marmorboden. In eine der Wände war ein schwarzes Metallgitter eingelassen. Erst als Jace einen Knopf neben dem Gitter drückte und dieser aufleuchtete, erkannte Clary, dass es sich um einen Aufzug handelte. Das Ding ächzte und stöhnte, während die Kabine zu ihnen hochruckelte. »Jace?« »Ja?« »Woher wusstest du, dass ich Schattenjägerblut in mir habe? Hast du das an irgendwas erkannt?« Die Aufzugskabine erschien mit einem letzten lauten Ächzen. Jace entriegelte das Gitter und schob es beiseite. Das Innere des Aufzugs erinnerte Clary an einen Vogelkäfig. Viel schwarzes Metall und ein paar vergoldete Verzierungen. »Ich habe geraten«, sagte er und schloss die Tür hinter sich. »Es schien mir die logischste Erklärung zu sein.« »Du
Du hast geraten? Du musst ziemlich sicher gewesen sein, wenn man bedenkt, dass du mich hättest töten können. Er drückte auf einen Knopf an der Wand und der Aufzug setzte sich derart ruckelnd in Bewegung, dass Clary die Vibration förmlich unter ihren Füßen spüren konnte. Ich war mir zu 90% sicher. Verstehe, sagte Clary. Irgendetwas musste in ihrer Stimme mitgeschwungen haben, denn er drehte sich zu ihr um und sah sie an. Ihre Ohrfeige traf ihn mitten ins Gesicht. Eher überrascht als schmerzlich getroffen, führte er eine Hand an seine rote Wange. Wofür zum Teufel war das jetzt wieder? Für die restlichen 10%, sagte sie. Danach legten sie die verbleibenden Meter zum Erdgeschoss schweigend zurück. Auch während der U-Bahn-Fahrt nach Brooklyn hüllte Jace sich in verärgertes Schweigen. Clary setzte sich trotzdem dicht neben ihn, da sie ein schlechtes Gewissen hatte, vor allem wenn sie den roten Fleck sah, den ihre Ohrfeige auf seiner Wange hinterlassen hatte. Doch ansonsten machte ihr die eisige Stille zwischen ihnen nichts aus. Auf diese Weise hatten sie die Gelegenheit zum Nachdenken. Wieder und wieder rief sie sich das Gespräch mit Luke ins Gedächtnis. Es tat weh, darüber nachzudenken, als würde sie auf einem kaputten Zahn herumkauen. Aber sie konnte einfach nicht damit aufhören. Am anderen Ende des Zugabteils saßen zwei Mädchen im Teenageralter auf einer orangefarbenen Bank und kicherten. Genau die Sorte von Mädchen, die Clary auch an der St. Xavier School nicht ausstehen konnte, mit pinkfarbenen Schüchen und Selbstbräunertönung im Gesicht. Clary fragte sich einen kurzen Moment lang, ob sie vielleicht über sie lachten, erkannte dann aber überrascht, dass sie Jace ansahen. Sie erinnerte sich an das Mädchen in dem Café, das Simon angestarrt hatte. Mädchen hatten immer diesen seltsamen Ausdruck in den Augen, wenn sie einen Jungen süß fanden. Nach allem, was passiert war, hatte Clary ganz vergessen, dass Jace tatsächlich süß war. Er besaß zwar nicht Alex' feingliedrige Züge, aber sein Gesicht war viel interessanter. Bei Tageslicht schimmerten seine Augen in der Farbe von goldenem Honig und sahen sie direkt an. Fragend zog er eine Augenbraue hoch. »Kann ich dir irgendwie helfen?« Clary wurde sofort zur Verräterin an ihrem eigenen Geschlecht. »Die Mädchen da drüben stand ich die ganze Zeit an.« Jace setzte eine selbstzufriedene Miene auf und lächelte milde. »Natürlich tun sie das«, sagte er. »Schließlich bin ich unglaublich attraktiv.« »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass Bescheidenheit eine attraktive Eigenschaft ist?« »Ja«, räumte Jace an, »aber nur hässliche Leute. Die Sanftmütigen mögen die Erde erben, aber in der Zwischenzeit gehört sie den Eitlen. Und damit mir.« Er zwinkerte den beiden Mädchen zu, die daraufhin kicherten und sich hinter den Haaren versteckten. Clary seufzte. »Wie kommt es, dass sie dich sehen können?« »Die Anwendung von Zauberglanz ist ziemlich anstrengend. Manchmal haben wir einfach keine Lust, uns die Mühe zu machen.« Der Vorfall mit den Mädchen in der U-Bahn schien seine Laune deutlich gebessert zu haben. Als sie den Bahnhof verließen und den Hügel zu Clarys Haus hinaufmarschierten, zog er eine der Seraphklingen aus seiner Jacke, wirbelte sie wie einen Schlagzeugstock in den Fingern und summte dazu. »Muss das sein?« fragte Clary. »Das nervt.« Jace summte noch lauter, irgendeine seltsame Mischung aus »Happy Birthday« und »Glory, Glory, Hallelujah«. »Tut mir leid wegen der Ohrfeige«, sagte sie. Er unterbrach sein Summen. »Sei froh, dass du mich und nicht Alec geohrfeigt hat. Er hatte zurückgeschlagen.« »Er scheint ganz versessen darauf zu sein«, murmelte Clary und kickte eine leere Cola-Dose aus dem Weg. »Wie hat Alec dich nochmal genannt? Para was?« »Parabatei«, erwiderte Jace. »Dieser Ausdruck bezeichnet zwei Krieger, die gemeinsam kämpfen und die einander näher stehen als Brüder. Alec ist mehr als nur mein bester Freund. Bereits unsere Väter waren in ihrer Jugend Parabatei. Alecs Vater ist mein Patenonkel, deswegen lebe ich bei ihnen. Sie sind quasi meine Adoptivfamilie.« »Aber dein Nachname ist nicht Lightwood?« »Nein«, sagte Jace, und Clary hat ihn gerne gefragt, wie sein voller Name lautete. Aber sie näherten sich dem Haus und ihr Herz schlug inzwischen derart laut, dass man es sicher meilenweit hören konnte. In ihren Ohren dröhnte es und ihre Handflächen fühlten sich feucht an. Clary blieb vor der Buchsbaumecke stehen und schaute langsam nach oben. Sie erwartete gelbes Absperrband vor der Haustür, Glassplitter auf dem Rasen und ein vollkommen zerstörtes Gebäude. Doch das Haus zeigte keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Der braune Sandstein schien in der warmen Nachmittagssonne förmlich zu glühen und Bienen summten träge in den Rosensträuchern unter Madame Dorotheas Fenstern. »Es sieht völlig unverändert aus«, sagte Clary. »Von außen.« Jace griff in seine Jeanstasche und holte ein weiteres dieser Geräte aus Metall und Kunststoff hervor, die Clary für ein Mobiltelefon gehalten hatte. »Ist das ein Sensor? Wie funktioniert er?« fragte sie. »Er empfängt Frequenzen, genau wie ein Radio, nur mit dem Unterschied, dass diese Schwingungen dämonischen Ursprungs sind.« »Dämonenkurzwelle?« »Sowas in der Art.« Jace hielt den Sensor mit gestrecktem Arm vor sich, während sie sich der Haustür näherten.
Das Gerät tickte leise, als sie die Stufen hinaufstiegen, und verstummte dann. Der Sensor registriert Spuren von Aktivität, aber das könnte auch noch die Überbleibsel von vor 3 Tagen sein. Die Impulse sind jedenfalls nicht so stark, dass sie auf eine derzeitige Anwesenheit von Dämonen hinweisen. Clary stieß einen erleichterten Seufzer aus. Ihr war gar nicht aufgefallen, dass sie die Luft angehalten hatte. Gut. Sie bückte sich, um die Haustürschlüssel hervorzuholen. Als sie sich wieder aufrichtete, sah sie die Kratzer an der Haustür. Beim letzten Mal musste es bereits so dunkel gewesen sein, dass sie sie nicht bemerkt hatte. Die Kratzer sahen aus wie von langen Krallen, tiefe, parallele Gräben im Holz. Jace berührte sie am Arm. »Ich geh vor«, sagte er. Clary wollte ihm sagen, dass sie es nicht nötig habe, sich hinter ihm zu verstecken, brachte aber keinen Ton heraus. Auf einmal schmeckte sie wieder die Angst, die sie beim Anblick des Ravener verspürt hatte. Ein scharfer, kupferartiger Geschmack wie von alten Centstücken. Jace drückte mit einer Hand die Tür auf und bedeutete Clary mit der anderen, ihm zu folgen. Dann standen sie im Treppenhaus. Clary blinzelte, um ihre Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Die Flurlampe war noch immer defekt und das Oberlicht viel zu schmutzig, um auch nur einen Sonnenstrahl hereinzulassen. Madame Dorotheas Tür schien fest verschlossen. Unter dem Türblatt schimmerte kein Licht hindurch. Clary fragte sich beklommen, ob ihr irgendetwas zugestoßen war. Jace strich mit der Hand über das Treppengeländer. Als er seine Finger betrachtete, schimmerte etwas feucht und dunkelrot. Blut. Vielleicht noch von mir. Ihre Stimme klang dünn. Von vor 3 Tagen. Es müsste längst getrocknet sein, erwiderte Jace. Komm. Er eilte die Treppe hinauf, Clary immer dicht hinter sich. Auf dem Treppenabsatz vor der Wohnung war es noch dunkler und sie fummelte mit 3 verschiedenen Schlüsseln, bis sie endlich den richtigen ins Schloss geschoben hatte. Jace beugte sich über sie und beobachtete sie ungeduldig. »Puste mir nicht in den Nacken«, zischte Clary. Ihre Hand zitterte. Endlich griffen die Arretierstifte des Türzylinders und das Schloss sprang mit einem Klicken auf. Jace zog sie zurück. »Ich gehe vor.« Sie zögerte einen Moment, trat dann aber beiseite, um ihn durchzulassen. Ihre Handflächen fühlten sich feucht an, allerdings nicht von der Hitze. Tatsächlich war es recht kühl in der Wohnung, fast schon kalt. Eisige Luft zog vom Treppenhaus herein, prickelte auf ihre Haut. Sie spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam, als sie Jace durch den kurzen Flur ins Wohnzimmer folgte. Es war leer, vollkommen leer, so wie bei ihrem Einzug. Mit nackten Wänden und Böden, ohne irgendwelche Möbel, selbst die Vorhänge waren aus den Schienen gerissen. Lediglich an den etwas helleren Flecken an den Wänden konnte man erkennen, wo die Bilder ihrer Mutter gehangen hatten. Wie in Trance machte Clary auf dem Absatz kehrt und ging in die Küche. Jace war dicht hinter ihr. Seine hellen Augen hatte er zu Schlitzen zusammengekniffen. Auch in der Küche herrschte gähnende Leere. Stühle, Tische, alles weg, selbst der Kühlschrank war verschwunden. Sämtliche Türen der Einbauschränke standen offen und gaben den Blick auf nackte Regalböden frei. Clary räusperte sich. »Was wollen die Dämonen denn mit unserer Mikrowelle anfangen?«, fragte sie verwundert. Jace schüttelte den Kopf, aber seine Mundwinkel zuckten amüsiert. »Keine Ahnung. Momentan zeigt der Sensor jedenfalls keine Dämonen in der näheren Umgebung an. Ich denke, sie sind schon lange weg.« Clary sah sich weiter um. Irgendjemand hatte sogar die verschüttete Tabaksoße weggewischt, bemerkte sie seltsam unbeteiligt. »Bist du fertig?«, fragte Jace. »Hier ist nichts mehr zu finden.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte noch kurz in mein Zimmer.« Er warf ihr einen Blick zu und schien etwas erwidern zu wollen, besann sich dann aber doch eines Besseren. »Von mir aus«, sagte er und steckte die Seraph-Klinge in die Tasche. Die Lampe im Flur war defekt, aber Clary brauchte nicht viel Licht, um sich in der Wohnung zurechtzufinden. Mit Jace im Schlepptau steuerte sie auf ihr Zimmer zu und griff nach dem Türknauf. Er fühlte sich kalt an in ihrer Hand, so kalt, dass es fast schmerzte, als würde sie einen Eiszapfen mit bloßen Fingern berühren. Sie sah, dass Jace ihr einen raschen Blick zuwarf, aber sie drehte bereits den Türknauf, versuchte es zumindest. Er ließ sich nur schwer bewegen, als wäre auf der anderen Seite in eine dickflüssige, klebrige Masse eingebettet. Plötzlich flog die Tür mit einem Ruck auf und traf Clary mit voller Wucht. Sie schlitterte durch den Wohnungsflur, prallte gegen die Wand und blieb auf dem Bauch liegen. In ihren Ohren dröhnte ein dumpfes Gebrüll, während sie auf die Knie zu kommen versuchte. Jace presste sich flach gegen die Wand und griff hastig in seine Jackentasche. Sein Gesicht war ein einziges überraschtes Fragezeichen. Wie ein Riese aus einem Märchen ragte über ihm ein hünenhafter Mann auf, mit Beinen wie Baumstämmen und schwang drohend eine Breitaxt. Dreckige Lumpen hingen von seinem Körper herab und seine langen Haare waren zu einer dreckstarrenden Matte verfilzt. Er stank nach giftig saurem Schweiß und fauligem Fleisch. Clary war froh, dass sie sein Gesicht nicht sehen konnte. Der Anblick seiner Rückseite genügt ihr völlig. Jace hatte plötzlich den Seraphstab in der Hand, streckte den Arm aus und rief: »Sansavi!«
Wie von Zauberhand schoss eine Klinge aus dem Stab hervor. Clary musste an alte Spielfilme denken, wo Bajonette im Inneren von Spazierstöcken versteckt waren und auf Knopfdruck zum Vorschein kam. Aber eine derartige Klinge hatte sie noch nie gesehen. Klar wie Glas, mit einem leuchtenden Heft, ungemein scharf und fast so lang wie Jaces Unterarm. Jace stieß zu und schlitzte den Riesen auf, der mit einem Brüllen zurücktaumelte. Jace wirbelte herum und rannte auf Clary zu. Er packte sie im Arm, zog sie auf die Füße und schob sie vor sich den Flur entlang. Sie konnte den Koloss hinter sich hören, er folgte ihnen. Seine Schritte klangen, als würden schwere Bleigewichte auf den Boden fallen, und er holte rasch auf. Sie rasten durch die Wohnungstür, hinaus ins Treppenhaus. Jace wirbelte herum, um die Tür hinter sich zuzuschlagen. Clary hörte das Klicken des automatischen Sicherheitsschlosses und hielt den Atem an. Die Tür erzitterte in den Scharnieren, als ein gewaltiger Axthieb aus dem Inneren der Wohnung dagegen donnerte. Clary rannte zur Treppe, Jace warf ihr einen Blick zu, seine Augen funkelten vor fieberhafter Begeisterung. »Lauf nach unten, bring dich in Sicherheit!« Ein weiterer Schlag traf das Türblatt und dieses Mal gaben die Scharniere nach und die Tür flog aus dem Rahmen. Sie hätte Jace mit voller Wucht getroffen, wenn er nicht blitzschnell zur Seite gesprungen wäre. So schnell, dass Clary es kaum mitbekam. Plötzlich stand er da, auf der obersten Stufe. Die Klinge in seiner Hand strahlte hell wie ein Komet. Clary sah, dass Jace ihr etwas zurief, konnte ihn aber wegen des Gebrülls des Koloss nicht verstehen, der nun durch die zertrümmerte Tür brach und sich auf Jace stürzte. Sie presste sich flach gegen die Wand, als die Kreatur in einer Woge aus Hitze und Gestank an ihr vorbeistampfte. Im nächsten Moment flog die mächtige Breitaxt, wie von einem Katapult abgefeuert, durch die Luft auf Jaces Kopf zu. Er duckte sich und die Schneide der Axt grub sich in das Treppengeländer, drang tief in das Holz ein. Jace lachte. Das Gelächter schien den Koloss in noch größere Wut zu versetzen. Er ließ die Axt stecken und torkelte mit erhobenen Fäusten auf Jace zu. Jace parierte den Angriff mit einer fließenden Bewegung und bohrte der Kreatur diese Raffklinge bis zum Heft in die Schulter. Ein Moment lang stand der Riese schwankend da. Dann taumelte er nach vorne mit ausgestreckten Händen, die nach Jace griffen. Hastig sprang Jace zur Seite, doch er war nicht schnell genug. Die gewaltigen Fäuste bekamen ihn in dem Augenblick zu fassen, als der Koloss wankte und die Treppe hinunterstürzte. Er riss Jace mit sich. Jace schrie auf. Dann ertönte ein ohrenbetäubendes Krachen und Splittern, gefolgt von Totenstille. Clary rappelte sich auf und rannte die Stufen hinunter. Jace lag ausgestreckt am Fuß der Treppe. Sein linker Arm ragte in einem unnatürlichen Winkel unter ihm hervor. Seine Beine waren unter dem Riesen eingeklemmt, in dessen Schulter diese Raffklinge bis zum Heft eingedrungen war. Der Koloss lebte zwar, zuckte aber nur noch schwach. Blutiger Schaum lief ihm aus dem Mundwinkel. Clary konnte sein Gesicht nun deutlicher sehen. Die totenbleiche, papierdünne Haut war mit einem schwarzen Gitterwerk schrecklicher Narben überzogen, das seine Züge fast vollkommen entstellte. Seine Augenhöhlen waren rot und vereitert. Clary unterdrückte das Gefühl aufsteigender Übelkeit. Sie stolperte die letzten beiden Stufen hinunter, stieg über den zuckenden Koloss drüber und kniete sich neben Jace auf den Boden. Er war so still. Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter, fühlte sein blutdurchtränktes, feuchtklebriges Hemd. Ob es sein Blut war oder das des Riesen, konnte sie nicht sagen. »Jace?« Er schlug die Augen auf. »Ist er tot?« »Fast«, sagte Clary grimmig. »Verdammt!« Er zuckte zusammen. »Meine Beine!« »Halt still!« Clary krabbelte hinter seinen Kopf, schob ihre Hände unter seine Achseln und zog. Er stöhnte vor Schmerz, als seine Beine unter dem krampfartig zuckenden Körper des Riesen zum Vorschein kamen. Clary ließ ihn los und er rappelte sich mühsam auf, den linken Arm vor die Brust geklemmt. Sie richtete sich ebenfalls auf. »Ist mit deinem Arm alles in Ordnung?« »Nein, er ist gebrochen«, sagte er. »Kannst du mal bitte in meine Tasche greifen?« Sie zögerte eine Sekunde, nickte dann aber. »In welche?« »Innere Jackentasche, rechte Seite. Hol eine der Seraphklingen heraus und gib sie mir.« Er verharrte regungslos, während sie nervös ihre Finger in seine Tasche schob. Sie stand nun so dicht vor ihm, dass sie seinen Geruch wahrnehmen konnte. Eine Mischung aus Schweiß, Seife und Blut. Sein Atem strömte ihr Nacken. Ihre Finger schlossen sich um einen röhrenförmigen Stab und sie zog ihn hervor, ohne Jace anzusehen. »Danke«, sagte er. Seine Finger strichen kurz über den Stab, dann sprach er den Namen der Waffe aus. »Sanvi«. Genau wie ihr Vorgänger verwandelte sich auch diese Röhre in eine gefährliche Klinge, deren Licht Jaces Gesicht beleuchtete. »Guck nicht hin«, sagte er und postierte sich über dem Körper der narbenübersäten Kreatur. Er hob die Klinge über den Kopf und stieß dann zu. Blut schoss aus der Kehle des Riesen und spritzte über Jaces Stiefel. Clary hatte erwartet, dass der Koloss sich in Luft auflösen würde, so wie der Junge im Pandemonium in sich zusammengefallen und dann verschwunden war. Doch das geschah nicht. Die Luft war schwer vom Geruch des Blutes, süß und metallisch. Jace stieß einen kehligen Laut aus. Er war kreidebleich,
aber sie konnte nicht sagen, ob es Schmerz oder Ekel war. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht hingucken«, knurrte er. »Ich dachte, er würde verschwinden«, murmelte sie. »In seine eigene Dimension zurückkehren, so wie du es gesagt hast.« »Ich hab gesagt, das passiert mit Dämonen, wenn sie sterben.« Er stöhnte vor Schmerz, während er seine Jacke von den Schultern streifte und den linken Oberarm freilegte. »Aber das war kein Dämon.« Mit der rechten Hand zog er etwas aus seinem Gürtel. Es war der glatte, stabförmige Gegenstand, mit dem er die übereinanderschneidenden Kreise in Clarys Haut geritzt hatte. Beim bloßen Anblick des Stabs verspürte Clary bereits, wie ihr Unterarm zu brennen begann. Jace fing ihren Blick auf und grinste leicht. »Das«, sagte er, »ist eine Steely.« Er führte den Stab an das dunkle Mal auf seiner Schulter, das eine merkwürdige, fast sternförmige Gestalt besaß. Zwei Zacken des Sterns ragten über den Rest des Mals hinaus. »Und das«, fuhr fort, »passiert, wenn ein Schattenjäger verwundet ist.« Mit der Spitze des Steely zog er eine Linie, welche die beiden Zacken des Sterns miteinander verband. Als er die Hand sinken ließ, leuchtete das Mal auf, als wäre es mit phosphoreszierender Tinte geritzt. Während Clary zusah, versank es in der Haut wie ein beschwerter Gegenstand im Wasser. Zurück blieb nur ein gespenstisches Andenken, eine helle, dünne, fast unsichtbare Narbe. Ein Bild tauchte vor Clarys innerem Auge auf. Der Rücken ihrer Mutter, nicht vollständig durch den Badeanzug bedeckt, ihre Schulterblätter und die Wölbung der Wirbelsäule, von dünnen, weißen Malen überzogen. Es schien ihr, als hätte sie das in einem Traum gesehen. Der Rücken ihrer Mutter war schließlich makellos. Das wusste sie ganz genau. Doch das Bild ließ sie nicht mehr los. Jace stieß einen Seufzer aus. Sein schmerzverzerrtes Gesicht entspannte sich. Er bewegte den Arm zunächst nur vorsichtig, doch dann müheloser. Schließlich hob und senkte er ihn, ballte die Hand zu einer Faust. Der Knochen war ganz eindeutig nicht länger gebrochen. »Das ist ja toll«, sagte Clary. »Wie hast du das gemacht?« »Mit einer Urazi, eine Heilrune«, erklärte Jace. »Wenn man die Rune mit der Steely vervollständigt, wird sie aktiviert.« Er schob den schlanken Stab in seinen Gürtel und zog die Jacke wieder über die Schultern. Dann stieß er mit der Stiefelspitze gegen den Leichnam des Riesen. »Wir müssen Hodge darüber informieren«, sagte er. »Der wird ausflippen«, fügte er hinzu, als erfüllte ihn der Gedanke an Hodges Reaktion mit Genugtuung. Jace gehörte zu der Sorte von Leuten, denen es gefiel, wenn etwas passierte, dachte Clary, auch wenn das, was passierte, ziemlich übel war. »Warum sollte er ausflippen?«, fragte Clary. »Und wenn ich es richtig verstehe, dann war das ja gar kein Dämon. Deswegen hat der Sense ihn auch nicht registriert, richtig?« Jace nickte. »Siehst du die vielen Narben auf seinem Gesicht?« »Ja.« »Die wurden von einer Steely hervorgerufen, genau der gleichen Sorte wie dieser hier.« Er klopfte auf den Stab an seinem Gürtel. »Du hast mich doch gefragt, was passiert, wenn man jemanden, der kein Schattenjägerblut in sich trägt, mit einem Mal versieht. Eine einzige dieser Runen würde lediglich die Haut desjenigen verbrennen, aber viele mächtige Male, in das Fleisch eines ganz normalen Menschen geritzt, der nicht eine Spur von Schattenjägervorfahren besitzt, dann erhältst du sowas.« Er deutete mit dem Kinn auf den Riesen. »Die Runen sind qualvoll, und die Gezeichneten verlieren den Verstand. Die Schmerzen treiben sie förmlich in den Wahnsinn. Sie verwandeln sich dann in grimmige, hirnlose Tötungsmaschinen, die weder essen noch schlafen, sofern man sie nicht dazu zwingt. Normalerweise sterben sie recht bald. Runen besitzen eine große Macht und können für sehr gute Zwecke eingesetzt werden. Aber sie können auch dem Bösen dienen. Und die Forsaken sind böse.« Clary starrte ihn entsetzt an. »Aber warum sollte sich jemand so etwas antun wollen?« »Niemand würde das freiwillig auf sich nehmen. Es wird ihnen von Dritten zugefügt, vielleicht von einem Hexenmeister oder irgendeinem Schattenwesen, das sich dem Bösen verschrieben hat. Die Forsaken sind demjenigen treu, der sie mit einem Mal gekennzeichnet hat. Außerdem sind sie, wie gesagt, rücksichtslose Killer und können einfache Befehle ausführen. Im Grunde ist das so, als hätte man eine Armee von Sklaven zur Verfügung.« Chase stieg über den toten Forsaken und warf Clary einen Blick zu. »Ich gehe noch mal rauf.« »Aber die Wohnung ist doch leer.« »Vielleicht lungern da oben ja noch weitere Untote herum«, erwiderte er so, als freue er sich schon fast darauf. »Du bleibst besser hier.« Damit stieg er die Stufen hinauf. »Das würde ich nicht machen«, sagte eine schrille, vertraute Stimme wie aus dem Nichts. »Da, wo der erste herkam, warten noch weitere.« Jace, der schon fast den oberen Treppenabsatz erreicht hatte, wirbelte herum und starrte in die Dunkelheit. Auch Clary wandte sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Allerdings wusste sie sofort, wem sie gehörte. Der schwere Akzent war nicht zu verkennen. »Madame Dorothea?« Die alte Frau nickte huldvoll. Sie stand im Türrahmen ihrer Wohnung, in ein zeltartiges Gewand aus roher, purpurroter Seide gehüllt. Goldketten glitzerten an ihren Handgelenken und um ihren Hals. Mehrere Strähnen hatten sich aus dem Knoten gelöst, zu dem sie ihr langes, silbergrau meliertes Haar hochgesteckt hatte. Jace starrte sie unverwandt an.
aber... Wart noch weitere was? Fragte Clary. Weitere Forsaken, erwiderte Madame Dorothea mit einer Heiterkeit in der Stimme, die nach Clarys Gefühl nicht zu den Umständen passte. Die alte Frau sah an ihr vorbei in den Flur. Da habt ihr eine ganz schöne Sauerei veranstaltet. Ich wette, keiner von euch beiden denkt doch nur im Traum daran, sie wieder Zauber zu machen. Typisch. Aber sie sind eine Irdische, brachte Jace schließlich hervor. Messerscharf beobachtet, bestätigte Madame Dorothea mit glänzenden Augen. Mit dir hat der Rat ja wirklich einen Volltreffer gelandet. Jaces Verwirrung wich am Ausdruck wachsender Wut. Sie wissen also vom Rat? Fragte er herausfordernd. Sie kennen den Rat? Sie wussten, dass sich Forsaken in diesem Haus aufhielten und haben dem Rat nicht informiert? Die bloße Existenz von Forsaken ist bereits ein Verstoß gegen das Bündnis. Weder der Rat noch das Bündnis haben jemals etwas für mich getan, entgegnete Madame Dorothea aufgebracht und ihre Augen funkelten wütend. Ich schulde denen gar nichts. Einen kurzen Moment lang wurde ihr schwerer New Yorker Akzent von einem heiseren, tiefen Tonfall verdrängt, den Clary nicht einordnen konnte. Jace, hör auf, sagte Clary und wandte sich wieder an Madame Dorothea. Wenn Sie vom Rat wissen und den Forsaken, wissen Sie dann vielleicht auch, was mit meiner Mutter passiert ist? Die alte Frau schüttelte den Kopf und ihre Ohrringe klimperten. Ein Hauch von Bedauern breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Wenn du meinen Rat hören willst, ich würde dir empfehlen, deine Mutter zu vergessen, sagte sie. Sie ist fort. Der Boden schien unter Clarys Füßen zu schwanken. Sie meinen, sie ist tot? Nein, erwiderte Dorothea gedehnt, fast zögerlich. Ich bin mir sicher, sie ist noch am Leben. Noch. Dann muss ich sie finden, rief Clary. Die Welt drehte sich nicht länger. Jace stand dicht hinter ihr, eine Hand unter dem Ellenbogen, als wolle er sie stützen. Doch Clary spürte es kaum. Verstehen Sie, ich muss sie finden, ihr... Madame Dorothea hielt eine Hand hoch. Ich möchte nichts mit Schattenjägern zu tun haben. Aber Sie haben meine Mutter gekannt, sie war Ihre Nachbarin. Dies ist eine offizielle Untersuchung des Rats, unterbrach Jace sie. Ich kann auch mit den stillen Brüdern wiederkommen, wenn Ihnen das lieber ist. Um Himmels Willen, bloß nicht! Madame Dorothea warf einen Blick auf ihre Tür und sah dann wieder zu Jace und Clary. Na meinetwegen, kommt rein, murmelte sie schließlich. Ich erzähle euch, was ich weiß. Sie drehte sich um und ging ein paar Schritte in Richtung ihrer Wohnung, blieb dann aber abrupt stehen. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass ich dir geholfen habe, Schattenjäger, zischte sie und funkelte Jace an, dann wachst du morgen mit Schlangen statt Haaren auf und einem weiteren Paar Arme. Könnte ganz nützlich sein, so ein weiteres Paar Arme, sinnierte Jace. Vor allem im Kampf. Nicht, wenn sie dir aus dem... Madame Dorothea schwieg eine Sekunde und fügte dann mit einem maliziösen Lächeln hinzu. Hals wachsen. Igitt, erwiderte Jace leichthin. Igitt ist richtig, Jace Wayland. Sie marschierte in ihre Wohnung. Das purpurrote Zelt flatterte wie eine bunte Fahne hinter ihr her. Clary sah Jace an. Wayland? Das ist mein Nachname. Jace wirkte bestürzt. Ich kann nicht behaupten, dass es mir gefällt, dass sie meinen Namen kennt. Clary sah Madame Dorothea hinterher. In ihrer Wohnung brannten mehrere Lampen und der schwere Duft von Weihrauch wehte durch den Hauseingang und vermischte sich auf unangenehme Weise mit dem Gestank des Blutes. Trotzdem sollten wir versuchen, mit ihr zu reden. Was haben wir schon zu verlieren? Wenn du erst mal eine Zeit in unserer Welt verbracht hast, entgegnete Jace, wirst du mich das nicht mehr fragen.